Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, denn in diesem Video sind wir mal im tatsächlich passend zur Jahreszeit Snowman Simulator. Ihr könnt jetzt immer in die Kommentare schreiben, schneit es schon bei euch? Weil bei mir schneit es leider Gottes noch nicht. Und ja, ich würde zwar gerne, aber ja. Sieht hier alles ein bisschen aggressiv aus. Junge, Junge, Junge. Guck, einfach mal. Wenn man aggressiver kleiner Teddybär mit roten Augen. Jo, wenn ich dieses Video aufnehme, ist gerade der zweite Advent. Sprachen lernen. Was für zweiter Advent, Digga? Zweites Türchen habt ihr gerade aufgemacht, hoffentlich. Und ihr könnt ja mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es, was ihr so drin hattet bisher in euren Adventskalender. So, ich muss jetzt erstmal schauen, was machen wir denn hier? Also er. Okay. Also, wir rollen gerade tatsächlich eine Schneekugel. Wie groß muss man die denn machen? Also die so grundsätzlich. Also ich würde mal sagen, wir fangen erstmal so clean an. So, perfekt. Ah, okay. Wir rollen Schneekugeln. Diese, wenn die kaputt gehen, geben uns Schnee. Diesen Schnee müssen wir dann da rein tun. Und damit bauen wir unseren Schneemann. Okay. Ich hab's gecheckt. Dann machen wir jetzt erstmal eine Riesenschnee. Ich bin wirklich dafür, verdammt groß zu gehen. Weil, groß ist immer gut. Guckt es euch an. Wir sammeln mal währenddessen die Zuckerstangen ein. Okay, irgendwann geht die Schneekugel auch noch von alleine kaputt. Schade, ich wollte jetzt genau sowas da machen. Mit so riesigen Schneekugeln. Ja. So, perfekt. Man kann scheinbar auch die Geschenke öffnen. Das gucken wir mal ganz kurz uns an. Man braucht Haustiere, um das Geschenk zu öffnen. So, ich gucke dann gleich mal, wo wir Haustiere herbekommen. Das interessiert mich, weil Haustiere vereinfachen das bestimmt extrem. Und, ja. Ihr könnt, by the way, den Kanal auch gerne abonnieren, wenn ihr durch dieses Video auf den Kanal gestoßen seid. Ich bin so gut wie täglich live. Das heißt, ihr könnt dann auch mal im Livestream dabei sein. Die meisten Videos entstehen nämlich in Livestream. Und, ja, dann seid ihr vielleicht auch mal in einem Video dabei. Oder halt im Livestream. So, wir gehen jetzt mal hier erstmal rein. Okay. Yo, guys, guckt es euch an. Was machen wir jetzt hier? Ah, okay, das nochmal hinzufügen. Okay. Also er wird immer größer. Wenn wir da drauf drücken, zerstören wir das. Davon bekommen wir dann Silber. Ich habe auch schon, woher auch immer, habe ich schon drei Gold. Vielleicht bekommt man die einfach so fürs Spiel spielen. Das weiß ich leider nicht. Da habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Ich bin gerade zum ersten Mal in diesem Game hier drin. So, jetzt guckt ihr ein paar Haustiere in der Werkstatt. Bronze. Oha, also die sind echt teuer. Wir können hier erstmal eins davon kaufen oder wie oder was oder wo. Ach, wahrscheinlich muss ich da irgendwas reinschmeißen. Egal, wir kaufen jetzt erstmal ein Haustier. Bevor wir uns jetzt weiter damit beschäftigen, kaufen wir uns hier erstmal ein Haustier. Jo, oh Mann, wir haben häufiges. Egal. So, was machen wir jetzt? Pets, wie viele Pets können wir denn wohl ausrüsten? Nehmen sie heraus. Wir können 5 Pets tatsächlich ausrüsten. So, jetzt gucken wir mal eben. Oha, wir können jetzt 130 Schneebälle auch schon lagern. Ich schaue jetzt hier mal eben, ob wir jetzt dieses Geschenk hier aufmachen können. Auspacken. Okay, dann macht der Schneemann das jetzt erstmal alles auf. Und wir gehen jetzt hier nochmal ein paar Schneekugeln machen. Wichtig. Ich weiß auch nicht, was das hier für aggressive Lebkuchenmänner sind, die hier rumlaufen. Jo, ich hoffe allerdings, dass sie nicht unseren Schneemann kaputt machen, wenn wir den jetzt hier mit Mühe bauen. So, erstmal hier durch. Was ist das denn da hinten? Da ist ein grünes Ding, wo eine Art Portal drin ist. Und, ja, wir gucken erstmal da hinten hin. Wir haben jetzt wieder 27 Schneebälle. Wir müssen halt echt oft inzwischen das machen. Lolli, die hier kann man zu Gold machen. Sell. Okay, 130. So, mit dem Gold können wir jetzt dann wahrscheinlich neue Eier kaufen. Und die Eier sind dann wahrscheinlich... Wird der Schneeball ehrlich auf der Brücke größer? I don't know. Wir gehen mal ganz kurz da rein. Wir machen hier mal zack. So, Gold. Gold. Wo können wir denn was für Gold kaufen? Also, was kann man mit Gold machen? Wir bekommen irgendwie die ganze Zeit Gold. Was auch immer das gerade war. Wir bekommen die ganze Zeit Gold. Und ich muss gleich noch schauen, wo wir unser Gold denn verwenden können. So. Oha, Leute, wir haben 0. Tatsächlich 0. Haben wir auch 0. Gingerbread Land. Okay, also es gibt so wahrscheinlich verschiedene Ebenen. 0. 0. Teddy Defense. Okay, also wir haben überall 0. Nice. So, was haben wir hier? Wahrscheinlich müssen wir einen von den Dingern töten. Ich weiß aber nicht, wie man die umbringt. Wahrscheinlich mit Schneebällen abschmeißen oder so. Das wäre es jetzt ja noch. So, wir sammeln hier mal eben das ein und dabei haben wir auf jeden Fall einen dicken
einen dicken Lute bekommen. Alter, der Schneemann hat aber auch... Ist ein bisschen groß. Ich weiß nicht, wie man da oben dran kommt. Warte, man kann da oben... Okay, das sieht nach einem längeren Projekt aus. Wir werden das Spiel auf jeden Fall auch nochmal im Livestream spielen. Weil, ja, es macht eigentlich relativ viel Spaß und passt ja auch extrem gut zur Jahreszeit. Wir haben auch so einen kleinen Beutel hinten dran. So, wir gehen jetzt erstmal hier zurück rein. Wir können tatsächlich bei uns drin auch alles machen. So, 37 Max. Okay, unser Schneemann besteht jetzt auch schon aus mehreren Kugeln. Wir können sie trotzdem rein und nochmal alles reinhauen. Okay, das sind jetzt gerade mal 36% vom Schneemann. Was können wir hiermit machen? Keine Munition mehr. Okay, was machen wir denn? Aber wenn wir jetzt hier kaputt machen, können wir jetzt hier? Können wir jetzt? Oh shit, der schießt auch. Geil. Ich hab's gecheckt, was wir machen müssen. Ah, no. Also, wir müssen Schneebälle farmen und dann, auf die Mobs werfen, um sie zu töten. Sehr, 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 sehr funny. Tipp, Haustiere eurer Stufen steigen schneller auf. Das ist ein guter Tipp, würde ich mal meinen. So, machen wir erstmal jetzt so 2, 3 Schneemänner fertig und dann verkaufen wir nochmal und dann machen wir 2, 3 Eggs nochmal auf. Oder ein gutes Egg. I really don't know. Er würde auf jeden Fall einmal voll unser Inventar füllen. Was kann man denn hier machen? Zu Hause, Markt, Märkte. Okay, Schlitten. Rich Giant. Okay. Also es gibt scheinbar Bosse. Das ist auch gut zu wissen. Da können wir auf jeden Fall, denke ich mal, noch was mitmachen. So. Unboxen wir gleich nochmal was. Und dann gucken wir nochmal, was wir mit Gold machen können. Ich weiß halt ehrlich nicht, was Gold bringt. Gold kann man sich auf jeden Fall kaufen. Es ist echt billig. Also 75.000 Gold kosten 99 Dingsbums. Also denke ich, dass 133 Gold nicht viel ist. Mal so gesagt. Weil, ihr wisst, wenn 133 Gold viel wäre, dann würde man es nicht so billig bekommen. Wir machen auf jeden Fall hier weiter. Okay, das dauert auf jeden Fall länger und ich glaube, da kriegen wir auch besseren Loot raus. Die manche Schneemänner hier sind wirklich insane hoch, ne? Wir gehen mal hier eben rein und klauen dem mal hier so ein bisschen Schnee von drin. Meine Frage wäre halt, baut sich der Schnee wieder hin, wenn man den abgebaut hat? Alter, wie schnell macht der denn seine Kugeln groß? Ich will das auch. Kann man sich das kaufen? 4000 Lager. Zweimal, du bist unendliche Schneebälle zum Werfen. Okay. Geworfene Schneebälle explodieren beim Aufprall für 5 Minuten. Okay. That is really interessant. Und vielleicht werden wir uns ja, wenn das Spiel gut ankommt, auch mal kaufen. Ich weiß nicht, wie alt ist der Simulator. Ich schaue das mal eben nach. Der ist tatsächlich schon von 2018. Aber ich habe den, ehrlich gesagt, noch nie, also wirklich original, noch nie gesehen. Der wurde mir jetzt erst, ich habe halt Simulatoren gesucht, weil ich ja gerne Simulatoren spiele, habe ich natürlich auch nach Simulatoren gesucht und da wurde mir dieser Simulator halt angezeigt. Und mein Pet ist fertig. Alter, wir haben 1300 Gingerbread-Dinger. Also nicht Gingerbread, was laber ich eigentlich? Zuckerstangen, tatsächlich. So, wir gehen da mal nochmal an so ein großes Geschenk dran. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir Gold brauchen, aber das Pet hinterherlaufen muss es ja nicht die ganze Zeit. Wichtig ist halt, dass wir, wichtig ist jetzt erstmal, dass wir mal ganz kurz unsere 130 Schneebälle unterbringen. Wo haben wir denn unser Plot? Wo haben war denn unser Plot? Okay, verkaufen wir jetzt erstmal. Das ist halt 1 zu 1. Okay, Sale. So, haben wir jetzt 1462 Dinger. Das ist schon krass. Wahrscheinlich kann man hier was mit Gold kaufen, oder? Launchers? Nein, das ist mit Silber. Neu. Okay. Kann man Schneemann-Skins kaufen und Schlitten-Skins. Aber ich möchte wissen, was man mit Gold machen kann. Vielleicht kann mir jemand in die Kommentare schreiben, was man mit Gold machen kann. Ich bin da nämlich gerade ein bisschen überfragt. Überfordert ist, glaube ich, eher das bessere Wort. Nein, ist hier ein richtig dickes Geschenk. Können wir auf jeden Fall mal eben öffnen. Also ich bin gerade ziemlich überfordert. So, okay. Gehen wir jetzt erstmal rein. Vielleicht schaffen wir hier mit den Schneemann auch zu Ende zu machen. Der ist maxed. Dann machen wir den jetzt fertig und Snowman hinzufügen. Den kriegen wir auch noch 100% oder 31%. Aber wir haben jetzt 1400 Gold und 1300 Eisen. Ich bin ehrlich überfragt, was wir jetzt damit machen. Also, wohin das jetzt führt? Also, Gold, nennen wir, soweit ich das hier sehe, noch nirgendwo einlösen. Ich gehe mal hoch. Ich habe noch keinen Schlitten. Okay, aber wofür brauchen wir Gold? Es kann nicht sein, dass man Gold für gar nichts gebrauchen kann.
Vielleicht ist dahinter noch irgendwas. In der Hütte. Ja, Mann. Das sind Geschenke. Geschenke vor allem. Ich bin auch echt lost. Wir haben gerade 9 Uhr irgendwas. Und ich nehme das Video gerade auf. Weil ich heute frei habe. Hä? 3. Da haben wir tatsächlich keine 0 stehen, sondern eine 3. Was ist das hier? North Pole. Okay. Okay, macht erst in 3 Minuten wieder auf. So lange haben wir keine Zeit. Ha. Okay. Also, Ziel für die nächsten Folgen. Nach oben. Nach oben. Weit, weit, weit nach oben. So. Aber leider, ja, da sehe ich hier gerade, dass wir schon, wir sind jetzt schon tatsächlich, warte, wir sind 13 Minuten schon in der Aufnahme. Uiuiui. Okay, ich würde sagen, dann war es das erste mit dieser Folge. Ich informiere mich mal, was man mit Gold machen kann. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich beim Livestream oder halt im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao. Leute. Ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. Turn around.